herzlich willkommen zum Podcast Real Talk – Glauben, Leben. Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Folge vom Podcast Real Talk – Glauben, Leben. Wir haben heute das Thema Fundamente des Glaubens, Gemeinde, der Kern des Glaubenslebens. Und heute ist der Tobias hier bei mir und wird das Thema mit mir zusammen anschauen und da ein bisschen tiefer reingehen. Herzlich willkommen, Tobias, schön bist du da. Danke, dass ich da sein durfte. Und ja, ich denke, wir steigen gerade ein bisschen ins Thema ein. Du hast gerade ein paar Gedanken mitgenommen, wieso das wichtig ist, dass wir über das Thema heute reden. Was denkst du, wieso ist es wichtig, dass man ja, über das Thema redet? Wieso ist Gemeinde wichtig? Ich höre heutzutage immer wieder mal, wenn man hört von Christen, die sagen, ja, sie sind mit Jesus unterwegs, aber sie gehören nicht in eine Gemeinde oder sind nicht Teil von einer Gemeinde. Und ich finde, in der Bibel steht etwas anderes dazu. Und genau darum ist es wichtig, dass wir heute darüber reden. Ich habe mir gerade zu diesem Thema ein paar Bibelstellen parat gelegt und fange sonst gerade mal an und tue die mal vorlesen. Als erstes wäre das der Hebräer 10, Vers 24 und 25. 24 ist ja gerade der Vers, der bei mir hinter dir an der Wand steht, oder? Genau, den sieht man halt auf dem Video jetzt nicht, aber genau, das ist auch für mich ein interessanter Vers. Genau, da steht, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und als zweites habe ich mir noch der Epheser 4, 11 bis 16 rausgesucht. Das ist ein bisschen eine längere Stelle. Da steht jetzt, es ist nun auch der, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ja, also ich habe dort vor allem zwei, drei Sachen, die mir ins Auge gesprungen sind. Halt zum einen eben, dass es die Gemeinschaft braucht zum Wachsen. Und dass es wichtig ist, dass man nicht nur teilnimmt, sondern auch mitmacht, also mit dabei ist, mithilft, damit auch Wachstum entstehen kann. Hast du gerade zu diesen Bibelstellen dir Gedanken gemacht? Was mir
bei der Hebräer-Stelle auffällt, ist mal das Erste, oder? Also, wir sollen aufeinander Acht geben, wir sollen einander ermutigen und ermahnen und auch das mit den Versammlungen nicht verloren. Also wir sehen, das Thema Solochrist war auch schon dieses Thema, hat einfach noch nicht so geheissen. Und das aufeinander Acht geben, ist mir dort in den Sinn gekommen, wir kennen von Jesus das Bild, dass wir probieren, bei unserem Mitmensch den Splitter aus dem Auge zu ziehen, aber im eigenen sehen wir den Balken nicht. Und also das, wir sehen oft unsere eigenen Fehler nicht. Und also wenn wir in so einer Gemeinschaft sind, dann hilft uns das, dass wir uns gegenseitig auf so Sachen aufmerksam machen können, die wir sonst allein vielleicht gar nicht merken würden. In der Stelle vom Epheser sehe ich das auch so wie du. Also es ist eine ganz klare Betonung, dass die Gemeinde so wie ein Körper ist mit unterschiedlichen Organen, die unterschiedliche Funktionalität haben. Und es funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten. Oder? Man kann schon sagen, das Herz oder das Hirn sind mega wichtig, aber allein können die nichts machen. Darum braucht es alle, die zusammenarbeiten. Und auch dass das heisst, es ist zusammengefügt worden. Das heisst, es ist nicht jetzt unbedingt unsere eigene Entscheidung oder Idee, dass das Gemeindekonzept so gut ist, sondern es war eigentlich der Plan von Jesus, dass die Gemeinde eben so zusammengefügt ist. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Bibelstellen zu dem Thema. Und gewisse beschäftigen sich halt einfach zum Beispiel ermutigt einander oder ermahnt einander. Da gibt es mehrere. Das ist einfach der Teil wichtig, oder? Dass man der Teil Gemeinschaft ist dort wichtig. Es gibt aber auch Bibelstellen, die eher konkret auf das Thema von Gemeinde gehen. Oder es gibt auch Bibelstellen, dass es so ein Innen und ein Aussen gibt. Also es ist irgendwie, dass klar definiert ist, ob man in einer Gemeinde ist oder nicht. Und darum ist das, ja, das Konzept Gemeinde oder halt Gemeinschaft, das ist so vorgesehen und steht so in der Bibel. Und die verschiedenen Bibelstellen, die tun wir dann auch in der Beschreibung am Schluss vom Podcast anlegen. Also seit der Bibel oder Gott in dem Sinn, also wenn du als Christ unterwegs sein willst, dann solltest du einer Gemeinde angehören, sonst tust du wie deine Gaben, die du bekommen hast, Gott vorenthalten. Zu einem Teil, ja. Also natürlich kann man sagen, gewisse Gaben, die man hat, die kann man auch, wenn man irgendwie halt allein irgendwo hingeht, anderen helfen, oder? Aber die jetzt gerade zum Beispiel, wir haben es beim Epheser, dort wo steht Hirten und Lehrer, oder? Das ist schon eine Aufgabe für die Gemeinde innen, oder die können wir dann halt nicht wahrnehmen, wenn man nur allein ist. Und jetzt auch gerade so eben die Ermutigungen, die Unterstützung gegenseitig, da muss man ja auch ein bisschen schauen, wie man das macht und wer wem Ermutigungen gibt und so. Also ich denke, in einer Gemeinde geht es vor allem darum, dass man sich auch kennt und miteinander unterwegs ist und dass nicht jeder das Recht hat, bei jedem ins Leben hineinzureden, sondern dass da auch Vertrauensbasis muss bestehen, oder? Ja, genau. Also das für gewisse Sachen, um sich gegenseitig zu unterstützen, braucht es die Vertrauensbasis. Oder wenn es mir jetzt schlecht geht, wenn ich krank bin oder so, je nachdem, was das für eine Krankheit ist, tue ich das halt nicht gerade jedem erzählen, oder, sondern halt nur denen, wo ich auch eine tiefe Beziehung oder tiefes Vertrauen habe. Darum ist so
das tieferes Zusammensein wichtig und das geht nicht einfach, wenn es nur so, so oberflächlich ist. Was würdest du jetzt sagen, du bist ja auch Mathematiker, oder? Was bedeutet einer Gemeinde anzuhören? Längt es da so ein paar sonntige Monate mal reinzuschauen, oder was würdest du da sagen? Ich würde sagen, das ist schwierig zu definieren, oder? Also, man kann sagen, okay, es hat mit dem Wort Verbindlichkeit zu tun. Ist man verbindlich in einer Gemeinde oder nicht? Aber dann ist es auch gut, was heisst verbindlich oder wie tut man das definieren? Und ich bin vor einigen Monaten in einem Kurs gewesen, wo es darum ging, ja, die neuen Arten von Verbindlichkeit. Oder? Also, heutzutage ist es auch eine Art von Verbindlichkeit, wenn jetzt halt irgendjemand, wo aus irgendwelchen Gründen halt nicht in den Gottesdienst kommen kann, aber trotzdem tut zum Beispiel aktiv den Livestream vom Gottesdienst verfolgen oder Werbung machen für die Veranstaltung oder so, dass das auch, das ist auch eine Art von Verbindlichkeit, also dass man fühlt sich zugehörig zu einer Gemeinde oder so. Aber das ist dann nicht die klassische Form von Verbindlichkeit, die man vielleicht im Kopf hat, wenn man sagt, okay, also ich bin so und so oft in Veranstaltungen und so weiter. Oder es kann mehrere Gründe haben, oder es kann gesundheitliche Gründe haben, oder familiäre Gründe, oder auch berufliche Gründe, je nachdem, wie man schafft. Oder kann man gar nicht so oft jetzt irgendwie in Gottesdienst gehen, wie man das vielleicht würde sonst erwarten von jemandem, der halt nicht muss am Sonntag arbeiten oder so. Ja, der Gottesdienst ist ja eigentlich die Hauptveranstaltung in so einer Gemeinde, dort, wo man sich auch gegenseitig trifft. Aber es ist jetzt auch nicht die einzige Veranstaltung, die in der Woche stattfindet oder der einzige Punkt, wo man mit anderen zusammen sein kann und Gemeinschaft haben. Ich denke auch ganz wichtig sind Gebetsveranstaltungen, die nicht so gross sind oder auch, dass man vielleicht anders Präsenz zeigen kann, wenn man Artikel im Newsletter schreibt, einmal, wo sagt, wie es einem geht. Dann ist man auch wieder ein Stück weit in der Gemeinde und die anderen Leute merken das und sehen einen durch das, auch wenn man nicht so häufig im Gottesdienst sein kann, zum Beispiel. Genau, und auch zum Beispiel bei älteren Leuten oder so, irgendwann mal können sie halt nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Und dort ist ja auch so, die kann man jetzt nicht sagen, okay, ihr seid jetzt, kommt nicht mehr in den Gottesdienst, darum sind ihr nicht mehr Teil von der Gemeinde oder so. Oder darum ist das, genau, die Verbindlichkeit, die ich sage, ist Stichwort, die kann man nicht einfach so an dem messen. Und dort sind eben genau so kleine Gruppen, wie du gesagt hast, sind auch sehr wichtig, besonders eben, wenn man halt eben jetzt nicht im Gottesdienst kann sein kann, aber dafür verbindlich in einer Kleingruppe oder in einer Gebetsgruppe von der Gemeinde ist, dann ist das genauso eine wichtige Verbindlichkeit, die man zu der Gemeinde hat. Zugehörigkeit zu einer Gemeinde hat ja schon in diesem Fall auch viele Vorteile. Und was denkst du, was hilft einem so Zugehörigkeit zu einer Gemeinde für einen eigenen Glauben? Es kann manchmal sein, dass es einem sehr schlecht geht. Und dann hat man, je nachdem wie schlecht es einem geht, kann es sein, dass man zum Beispiel selber keine Kraft mehr hat zum Beten. Und dann ist es wunderbar zu wissen, dass man Geschwister hat, die für einen beten können. Oder es kann auch sein, dass man mal Zweifel hat oder Angst und dann kann man sich mit anderen austauschen und fragen, hast du das auch mal gehabt? Und besonders dort hilft es einem, oder wenn jemand schon etwas Ähnliches erlebt hat, dann kann man untereinander teilen, wie ist man denn in dieser Situation umgegangen. Für so etwas ist das ist eine Möglichkeit vom Vorteil, den man hat. Und vielleicht auch konkret, oder also
zum Beispiel Epheser 5,19 heißt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also das untereinander ermuntern, oder das ist auch ein von denen. Vorteil, macht auch das zusammen hat. Viel mehr Spass, oder? Genau. Oder es ist nicht das Gleiche, wie wenn wir jetzt singen 50 Leute miteinander oder singt nur eine Person. Genau, es ist ja nicht nur das Fördern vom eigenen Glauben, sondern auch der Austausch untereinander und halt auch, dass man wie so eine Art eine Quelle hat, einmal, wo man die Hauptnahrung herbekommt. Also, dass man nicht wie jetzt jemand, der keiner Gemeinde angehört, sich von überall her Predigten anlässt, die einem gerade gefallen, sondern vielleicht auch eben einen vorgegebenen Plan hat, weil in einer Gemeinde werden die Predigten ja geplant und dann hat man vielleicht auch ein Thema, wo man jetzt nicht für sich selber als wichtig empfunden hat, aber trotzdem vielleicht wichtig sein könnte, dass man das einmal lost oder sich damit auseinandersetzt. Sondern dass man da einfach in einer Gemeinschaft auch ganz anders mit dem Wort und mit Lehre in Berührung kommt, wie wenn man sich selber einfach das raussucht, was man denkt, was gut wäre. Mhm. Ja, wenn ich jetzt jeden Sonntag würde, zuerst auf YouTube schauen, was für eine Predigt lasse ich heute oder so, dann bin ich natürlich versucht, irgendetwas auszusuchen, wo mich jetzt gerade interessiert. Und wenn halt wenn ich in der gleichen Gemeinde bin und dort das auch mal richtig gemacht wird, oder heisst, dass man den ganzen Ratschluss von Gott soll predigen, dass dann vielleicht auch mal ein Thema dran kommt, wo ich jetzt nicht ausgewählt hätte oder wo mich eben vielleicht gerade darum speziell betrifft. Ich möchte damit jetzt nicht gerade sagen, dass man keine fremden Predigten hören soll, oder? Also auch ich tue zusätzlich zu dem, was ich in der Gemeinde so mitbekomme und dort an Predigten habe, auch andere Predigten hören, die ich interessant finde, auch für mich, oder wo ich jemandem folge und immer wieder die Predigten von dieser Person, von diesem Pastor dann los. Genau, also das einfach noch kurz zur Klammerbemerkung dazu. Das will, oder mache ich auch, oder das heisst, es ist nicht ein guter Moment, dass man es nicht nur selber Sachen auswählt. Ja. Ja, ist es denn auch wichtig, dass man in einer Gemeinde sich aktiv oder aktiv beiträgt zu der Gemeinde? Wir haben ja das Bild oder vom Körper mit den unterschiedlichen Organen und Fähigkeiten. Und es ist einfach, je mehr Leute mithelfen, desto mehr kann man abwechseln. Oder? Das heisst, einmal bin ich Gottesdienstmitarbeiter und einmal bin ich Gottesdienstteilnehmer. Je nachdem, wenn jetzt nur wenige Leute mithelfen, dann sind es halt immer die gleichen und so. Und das ist ein Teil, oder? Also wenn sich alle damit beteiligen, dann kann man mehr abwechseln. Man kann auch vielleicht mehr Sachen machen. Zum Beispiel, je nachdem wie gross das man ist, kann man zum Beispiel auch einen Chor zusammenstellen, oder? Aber das, wenn nur wenig mithelfen, war das gar keine Option. Und das Mithelfen, dass man selber mithilft, das ist auch ein Teil, wo hilft zum Thema Verbindlichkeit. Ich bin verbindlicher dabei, oder wenn ich dort auch mitmache und nicht nur einfach hingehe zum quasi Konsumieren. Darum würde ich schon sagen, ja, ist wichtig, dass jede und jeder auf eine Art tut mithelfen, dass man jetzt nicht unbedingt etwas praktisch sein. Oder jetzt eben zum Beispiel die älteren Leute in der Gemeinde, dann kann man nicht sagen, okay,
du hilfst jetzt bei der Kaffeebar oder so, sondern dort ist auch das verbindlich mitmachen oder Teil sein von der Gemeinde. Das ist auch einfach, wenn man für die Anliegen beten. Ja. Ja, und Gott hat uns ja allen verschiedene Gaben gegeben. Oder wir sind nicht alle jetzt das Hirn von dem Körper oder so, sondern eben jeder hat seine eigenen Gaben. Und das Schöne ist ja, dass man die eigenen Gaben auch in der Gemeinde einsetzen kann. Klar gibt es immer wieder auch Aufgaben, wo die Gemeinde dann dringend Leute braucht, wo man vielleicht einmal aushelfen muss, mit einspringen muss oder so. Aber das Schöne finde ich vor allem, dass man auch seine Gaben kann in der Gemeinde anwenden und ausführen. Und ja, mir macht das auch viel Freude, weil ich dann auch ein Teil sein darf oder beitragen darf zu dem Reich von Gott, oder? Ja, bei mir ist auch zum Beispiel, ich mache gerne Videotechnik, oder? Und darum ist der Dienst, den ich dort habe mit Videotechnik mache, das ist eigentlich praktisch kein Aufwand für mich, oder? Weil ich das so gerne mache. Aber natürlich ist das geht halt nicht für alle Aufgaben, oder? Sei es jetzt irgendetwas, kann ich irgendein Dienst, wo halt niemand gerne macht, das gibt es halt auch. Dort geht das natürlich nicht, aber dort ist dann auch gerade wieder wichtig, dass möglichst viel mithelfen. Und dann kann man sich dort abwechseln und dann muss nicht immer die gleiche Person den Dienst machen, wo niemand gerne hat, oder so. Ja, ich denke gerade auch in der heutigen Zeit, wo so in der Gesellschaft der Wert von Kirchgemeinden immer wie mehr abnimmt und ja auch gesagt wird, ja, es ist ein veraltetes Konzept, es braucht keine Gemeinden mehr, keine Kirchen mehr. Was würdest du dort sagen, was sind Herausforderungen und Chancen von so einer Gemeinde in der heutigen Gesellschaft? Ja, wir sind in einem Zeitalter und auch zumindest hier in einer Kultur vom Individualismus auch. Es ist immer ich. Und dort, ich auch eben, es geht auch quasi als Christ, oder ich habe eben Predigt und Lobpreis, kann ich jederzeit online suchen und will flexibel sein und alle Optionen offen halten. Und das kann natürlich schon herausfordernd sein. Und genau, wie tun wir als Gemeinde auf das reagieren, mit dem umgehen? Und man kann es auch als Chance sehen. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Spontanität würde auch heissen, gut, man kann halt einmal etwas spontan planen und dann ist der Vorteil, dass man nicht lange muss etwas vorbereiten oder so. Und die Frage nach der Ich-Bezogenheit von unserer Kultur, das ist eigentlich auch eine Frage von der Identität. Also man will sich selber finden und die Frage nach der Identität, die wird aber in Gottes Wort beantwortet und dann ist es eigentlich eine Herausforderung für uns und Aufgabe für uns als Gemeinde, um das können nach außen transportieren, in Gottes Wort jetzt die Antwort nach der Suche von der Identität, die in unserer Gesellschaft so wichtig ist. Und das ist ja eine Möglichkeit, wie wir mit dem umgehen können. Hat so eine Gemeinde auch den Auftrag, Wert in der Gesellschaft zu fördern oder in der Ethik ein Vorbild zu sein? Oder was meinst du zu diesem Punkt? Das ist, ja, finde ich, eine sehr wichtige Aufgabe für die Werte von der Bibel, dass wir die als Gemeinde vorleben können. Die Gesellschaft schaut die als veraltet an oder als, ja, keine braucht es nicht, oder, aber die Werte, die wir haben in der Bibel, die dienen uns eigentlich zu dienen und von Vorteil sein. Und
es erscheint vielleicht einfach in der Gesellschaft, in der Kultur so, als dass das nicht würde bringen. Darum ist es eigentlich gerade sehr, sehr wichtig, dass wir können, dass man in einer Gemeinde kann die Welt leben und sehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Ein Beispiel ist vielleicht so Thema Freiheit, oder? Man sagt, ja, ich will können frei entscheiden, ich will nicht niemand haben, wo mir jetzt irgendetwas tut, vorschreiben oder so. Und dass aber die Freiheit, wo dann gefordert wird, dass man sich mit der zum Beispiel selber kann verletzen oder andere wird verletzen, das wird dort aus dem Blickpunkt zuerst gar nicht berücksichtigt. Und in Wirklichkeit ist es aber eben eigentlich besser für uns, wenn es gewisse Grenzen gibt. Und wenn die Gemeinde das kann vorleben und das zeigen, dass das gut funktioniert, dann ist das ideal. Du hast jetzt gerade gesagt, ein positiver Punkt, positiven Einfluss, den eine Gemeinde kann haben, ist eben das Vorleben. Gibt es noch andere praktische Möglichkeiten, die eine Gemeinde kann haben, um ihre Umgebung zu beeinflussen, positiv? Es gibt, das Beispiel war, soweit ich weiß, sind ungefähr 30% der Haushalte in der Region Basel sind Einzelhaushalte, und Einsamkeit ist, wenn man so Umfragen macht, ist eines der allergrößten Probleme, die es gibt. Und dann war jetzt zum Beispiel, wenn man als Gemeinde würde das Nachmittagskaffee machen, wo sich die Leute können treffen und einfach zum Reden und somit etwas machen gegen Vereinsamung, das wäre eine Möglichkeit. Oder wir kennen das von Gemeinden in Basel, wenn man dort Lebensmittel verteilen an bedürftige Leute. Oder das Konzept von der Heilsame zum Beispiel, Seife, Suppe, Seelenheil. Das sind alles Möglichkeiten, wo man kann als Gemeinde praktische Nutzen, einen positiven Einfluss machen für die Gesellschaft. Es sind jetzt sehr viele auch soziale Aspekte gesehen, die hier mit ihnen spielen. Da gibt es ja auch Bibelstellen dazu, was Gemeinde alles machen kann in ihrer Umgebung, wie sie sich um Leute kümmern kann. Ich denke, es ist aber ja auch wichtig, dass man als Gemeinde sich nicht abgrenzt von seiner Umgebung, sondern dass man wirklich auch Kontakt hat zu Leuten um sich. Und aber auch sagt, dass man Teil von einer Gemeinde ist und wieso dass man das macht, dass das halt wirklich auch bei denen dienst, irgendwann Jesus Thema sein darf und Glauben auch darf zum Thema werden. Oder? Mhm. Ja, ich würde sonst zum Abschluss kommen. Wir haben hier jetzt schon sehr viel über das Thema reden können und sind leider schon am Ende von der Zeit, obwohl es sehr interessant ist und auch Spass machen würde, zum Weiterreden. Genau. Aber ja, wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, in einer Gemeinde dabei zu sein, zugehörig zu sein und nicht nur als Solochrist unterwegs zu sein, dass auch die Bibel uns das wie vorgibt, dass uns das auch selber dient, einer Gemeinschaft, einer christlichen Gemeinschaft zuzugehören, einander zu ermutigen, miteinander weiterzukommen und ja, da vorwärts zu gehen zusammen. Oder? Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei dir, Tobias, dass du da gewesen bist und uns deine Gedanken weitergegeben hast. Und ich möchte einfach kurz noch die Möglichkeit geben, deine Worte ans Publikum zu richten, also wenn du dem Publikum noch etwas abschließende Worte mitgeben möchtest. Mhm. Okay. Ja, ich würde gerne zusammenfassend sagen, das Christsein ist von der Bibel her ausgelegt, als dass man Teil von einer Gemeinschaft ist, aber das ist, manchmal ist das auch schwierig. Wir haben jetzt viel über die Vorteile geredet und
dass auch es scheint dann als Nachteil, wenn man jetzt zum Beispiel halt mit anderen Menschen muss umgehen, wo man sich nicht so gut versteht oder wo man es schwierig findet. Und dort, das ist eigentlich aber ein Vorteil, wenn man dort eben gerade die Anwendung üben kann, das miteinander vergeben oder einander ermutigen. Und dass man auch, wenn das kann mit dem Ermahnen, wenn man ermahnt wird von anderen, dass man das nicht als schlecht ansieht, sondern dass man das als Vorteil kann anschauen kann, wie es das also ist. Wir haben das Beispiel gehabt wegen dem Balken im Auge. Darum sind die vermeintlichen Nachteile, wo so eine Gemeinschaft hat, dass man die können als Vorteil ansehen kann. Und darum finde ich es wichtig, dass man Teil von einer Gemeinschaft ist. Ja, ich möchte einfach nochmal der Hebräer 10, Vers 24 mitgeben. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Da braucht es einfach uns gegenseitig. Das geht nicht allein. Und ja, allein ist man auch einfach immer ein bisschen einsam, was wir auch als Thema hatten. Und ja, so Gemeinschaft unter Glaubensgeschwister, die ist doch immer etwas Schönes und wo man einander auch weiterhelfen kann und miteinander weiterkommt. Genau, wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr gerne auch in den Kommentarfeld vom Podcast eine Rückmeldung geben oder mir ein Mail schreiben. Ich leite Fragen auch gerne an Tobias weiter, wenn ihr Fragen an ihn habt. Und wie vorher gesagt, werden wir noch ein paar Bibelfers zu diesem Thema in der Beschreibung vom Podcast anhängen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag oder oben, wenn ihr gerade immer den Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.